Hier geht heute die Liebe zum SK Sturm Graz direkt unter die Haut. Wer sich traut, bekommt im Studio von Star-Tätowierer Mario Barth in Graz einen Fanartikel für die Ewigkeit und das gratis. Ob das mit der Ewigkeit aber auch wirklich jedem klar ist? Du weißt aber schon, dass das nicht mehr weggeht. Ja, sicher, ein Leben lang, gleich wie die Liebe zu Sturm. Also wer einen Minion tätowiert hat, kann sich auch ein Sturmlogo tätowieren lassen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin für alles offen. Wo die meisten sagen, nein, geht nicht oder das schaut scheiße aus, mir ist das wurscht, ich lasse mir alles tätowieren. Hauptsache backt. Vor allem, weil es erstens für einen guten Zweck ist und zweitens, weil es Sturm ist und ich sowieso immer schon Sturmmägen habe und es ist Tätowieren. Also heute ist gratis, was ich weiß. Hauptsache gratis also. Heute muss nur einer tief in die Tasche greifen und das ist der Star-Tätowierer selbst. Er spendet für jedes Päckerl 20 Euro an die Sturm Graz-Jugend. Außerdem soll heute hier in Graz der Weltrekord geknackt werden. Für den neuen Rekord müssen die 20 internationalen Tätowierer heute mindestens 333 Tätowierungen stechen. Und da bekommt sogar der Starstecher selbst frische Tinte unter die Haut. Ich bekomme heute das Sturmlogo tätowiert. Natürlich, im World Recording. Ich habe das schon oben. Und es, sobald ich ein bisschen Zeit habe, springe ich zu einem anderen rein und ein Tätowierer wird überrascht werden, dass er dann mich machen muss. Während der Stecher der Stars die Nadel rausholt, steht plötzlich der gleichnamige deutsche Comedian Mario Barth vor unserer Reporterin. Und dabei haben die zwei Barths außer ihrem Namen nicht wirklich was gemeinsam. Er hat lange Haare, ich habe kurze Haare. Er ist etwas älter als ich. Er ist Österreicher, ich bin Deutscher. Er ist komplett zutätowiert, ich nur meinen Rücken und meine Arme und meine Brust und meinen Bauch und meine Beine. Aber sonst nichts. Ein Fußballlogo würde dem deutschen Mario Barth nie unter die Haut kommen. Zurück bei den Sturmfans. Während die einen von ihrem Körper vor dem Fanandenken für die Ewigkeit gewarnt werden. Ich habe vorher nichts gegessen, das war mein Fehler. Etwas essen sollen, da hat mein Kreislauf zusammengehört. Können die anderen gar nicht genug Gratistinte unter die Haut bekommen. Diese beiden haben sich heute schon unfassbare 8 Sturm Graz-Logos stechen lassen. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob sich die zwei das auch wirklich gut überlegt haben.